Okay, herzlich willkommen hier bei Teach Today, die Initiative der Deutschen Telekom, die sich um das Thema sichere und kompetente Mediennutzung kümmert. Neben mir steht Stefanie Müller, sie ist vom MediaStep-Institut. Frau Müller, ich habe ganz kurz vor dem Kongress, als er eigentlich losging, mit Ihnen gesprochen über das Thema Handschrift. Können Sie uns kurz mal mitnehmen, warum Sie sagen, dass Handschrift etwas mit Lernen zu tun hat? Okay, ich versuche es mal in aller Kürze. Ja. Also zum einen ist es mein Forschungsschwerpunkt seit 11 Jahren, Thema Handschrift. Ich komme ursprünglich aus der Kunstpädagogik und es ging so vor 13, 14 Jahren los, dass immer mehr Lehrkräfte auf mich zukamen und gesagt haben, die Kinder können die Stifte, die Pinsel, die Kreiden nicht mehr so führen. Also großes Thema Feinmotorik und die Spezialisierung daraus ist Handschrift. Also es ist die hochkomplexeste Thematik überhaupt der Feinmotorik. Mhm. Und Schreiben mit der Hand, also es schiebt sich mittlerweile in die höheren Jahrgangsstufen, dass viele Lehrer sagen, die können nicht mehr schreiben, heißt auch die Lesbarkeit, heißt auch die Dekodierung. Verstehe ich. Und was hat es mit Lernen zu tun? Also es ist neurophysiologisch mittlerweile nachgewiesen, dass die feinmotorischen Verknüpfungen im Gehirn einfach die Basis dafür sind, dass kognitives Lernen besser funktioniert. Okay, das heißt, man könnte sagen, es lernt nicht das Gehirn, sondern es lernt der Mensch mit all dem, was er denn da so dazu benutzt. Und wenn er eben seine Hände benutzt, dann passiert da etwas? Ganz genau. Also wenn er aktiv ist, in dem Moment motorisch unterwegs ist, das kann sein natürlich grobmotorisch, aber dann auch feinmotorisch, dann auch seine Sinne nutzt. Also wir haben ja 7 Sinne, die meisten denken immer, wir haben 5, aber wir haben 7 Sinne. Okay. Gleichgewicht und Gelenksinn kommt noch dazu. Okay. Und wenn ich die nutze, dann habe ich viel mehr Verschaltungen und ich kann auch viel mehr wahrnehmen beim Tun und auch beim Schreiben ist beispielsweise die Druckdosierung ein großes Thema. Okay. Und das ist auch ein Thema, viele Kinder und Schüler drücken viel zu fest auf. Manche Lehrer sagen, die kommen unten aus dem Tisch wieder raus. Ja. Aber wenn ich das gut dosiert nutze und verschaltet habe, dann wird das aus dem Gehirn quasi, also nicht ausgelagert, aber es bekommt eine eigene Struktur und dann wird die kognitive Leistung dafür freigeschalten. Aber müssen die dafür schön schreiben oder reicht, dass sie schreiben? Eigentlich ist es ja egal, wie schön man schreibt, weil wenn man sozusagen schön motorisch das Ganze tut, lesen können, muss es am Ende keiner mehr. Ist das ein bisschen so? Genau, da hätte ich jetzt nachgefragt, was Sie unter schön verstehen, ob das jetzt einen ästhetisch-künstlerischen Anspruch genügt, zu sagen, Mensch, das sieht toll aus, oder aber, und darum geht es ja, die Dekodierbarkeit, also das heißt, dass die Lehrkraft als allererstes, aber auch der Mitmensch, an den die Information gerichtet ist, das Ganze wieder lesen kann und das leidet auch seit Jahren extrem. Das heißt, man kann sagen, eigentlich ist erstmal dieser eine Prozess, zum Beispiel auch zu skribbeln, zu schreiben, Handschrift zu benutzen, erstmal wichtig, dass Lernen besser stattfindet, weil der ganze Körper lernt, aber Lernen finde ich ja nicht nur in diesem Moment statt, sondern das Dechiffrieren ist ja auch wichtig. Man will seine Aufzeichnungen noch lesen können und deshalb ist beides wichtig. Also man sollte schon leserlich schreiben. Ganz genau. Also einerseits das Chiffrieren und andererseits das Dechiffrieren des Empfängers. Okay, das habe ich verstanden. Sehr schön. Das deckt sich auch mit unserer Auffassung, wie man denn so lernt. Es ist eben nicht nur das Gehirn. Und jetzt gehen wir weiter. Jetzt haben wir ja immer mehr Diskussionen darüber, wenn digitale Medien ins Spiel kommen. Und jetzt gibt es ja digitale Medien, die mit Tasten funktionieren. Ja, ist auch ganz schön. Aber dann gibt es ja viele, die Stifteingabe unterstützen. Mittlerweile haben ja auch andere Hersteller, nicht nur Microsoft, die das schon ganz lange machen, auch Apple ein Tablet herausgebracht mit Handschrift nicht. Was ist Ihre Erfahrung und auch Ihre, oder auch Ihr Forschungspunkt, wenn man jetzt handschriftlich schreibt auf digitalen Geräten? Also man zieht das Papier weg und schiebt ein elektronisches Papier, wie dick oder dünn das auch immer ist, von wem auch immer rein. Was verändert sich oder tut sich nichts oder wie ist das? Also zum einen möchte ich da auch wieder was kurz vorschieben, weil alle Welt immer, oder viele Eltern sagen auch, die natürlich sehr innovativ orientiert sind und von Schulen die Digitalisierung fordern oder auch die Industrie natürlich, Microsoft, Apple, also das waren ja die zwei Großen, die Sie jetzt gerade auch genannt haben, drängen natürlich auch in den Schulmarkt hinein und verlangen auch die Digitalisierung. Und wenn ein Mensch schreiben kann, ob ich dann letztendlich einen Bleistift, einen Füller, einen Touchpen, also einen digitalisierten Stift nutze, ist mir, sage ich mal, aus Forschungssicht erstmal egal. Weil in dem Moment hat er trotzdem den Dreifingergriff, hat die entspannte Stifthaltung. Okay. Also die Art der Motorik ist die gleiche und darum geht es mir erstmal. Ich gehe mal so den Schritt nach hinten. Ja. Deswegen Dreifingergriff schreiben können mit dem Stift ist ja für die Digitalisierung noch wichtig. Mhm. Wenn ich jetzt allerdings hergehe und sage Tastatur, haben Sie ja auch erwähnt, Buchstaben mit Tasten in ein Gerät eintippen ist wieder was ganz anderes, weil die feinmotorischen Bewegungen für verschiedenste Buchstabenformen trotzdem motorisch vom Muster im Gehirn sehr ähnlich sind und damit ist die Merkleistung zu dem, was ich natürlich aufnotiere, nicht mehr so unterschiedlich. Und
beziehungsweise auch geringer, wenn ich es tippe. Deswegen bin ich nicht so der Freund zu sagen, wenn Kinder nicht gut, also Kinder meine ich jetzt die jüngeren Schüler erstmal, nicht so gut mit der Hand schreiben können, dann wäre die Alternative das Tippen. Da bin ich total dagegen. Bis Ende Grundschule heißt es Schreiben lernen mit der Hand. Okay. Und noch kurz zur Digitalisierung mit dem Stift. Ja. Wenn die neuen Medien, die neuen Technologien es noch ein bisschen mehr schaffen werden, die Druckdosierung und das, was ich im Original mit den Sinnen beim Schreiben alles wahrnehme, dann sage ich, dann macht das keinen Unterschied mehr. Okay, aber wenn man so einen Stift in der Hand hält und tatsächlich auf so einem Tablet, was diese Stiftunterstützung hat, also auch wirklich gut hat, mittlerweile gibt es wirklich gute Hersteller, will gar keine weiter nennen, dann sagen Sie schon, ist es kein großer Unterschied. Also es ist kein großer Unterschied von der Feinmotorik, die ich ausführen okay. muss. Allerdings, schön. Was man natürlich dann berücksichtigen muss, ist noch die Haptik des Papieres. Also unser Gehirn nimmt multilateral, heißt es so schön, wahr. Das heißt wirklich verschiedene mediale oder eben auch verschiedene sinnliche Eindrücke. Mhm. Auch beispielsweise die Wahrnehmung von Licht. Also ein Bildschirm wahrzunehmen, ist im Gehirn auch nochmal was anderes als die Reflexion von Licht auf Papier und Graphit und Tinte oder okay. Farben. Also das sind schon noch Aspekte, die damit spielen. Ja. Könnte man sagen, dass quasi Emotionalität nochmal auch durch analoge Medien noch stärker ins Spiel kommen, als durch diesen doch irgendwie immer gleich leuchtenden Bildschirm? Auf alle Fälle. Also Emotionalität ist das, was Lernen auch ausmacht, wenn mir was Freude macht. Und da ist wieder ein Vorteil natürlich bei den digitalen Medien, gerade bei unseren jüngeren Zielgruppen, sprich die Schüler, die sind natürlich faszinierend, die digitalen Medien, weil ich da auch viel mehr machen kann. Aber für meine Begriffe ist das Original die Haptik. Wir Menschen sind von unserem System, vom Gehirn, von allem her, wie wir uns entwickeln, sehr alt. Also die Evolution dürfen wir nicht außer Acht lassen. Und ja. digitale Medien ja, aber die Dosis ist wichtig und die Dosis macht in der Regel das Gift. Okay. Wenn Sie Eltern einen Tipp geben würden, die ja oft jetzt vor der Herausforderung stehen, wie gehe ich denn mit meinen Kindern um? Wir sehen ja auch schon Zweijährige mit dem Tablet im Kinderwagen zum Einschlafen. Da müssen sich Eltern auch nicht wundern, wenn die nachts wach werden, dass sie nach diesem ja. Tablet rufen. Wenn Sie ihnen so ein paar Tipps geben wollen, die wollen ja immer von Expertinnen und Experten so ein paar Tipps haben. Mhm. Und jetzt habe ich so ein bisschen gespürt, so die Digitalisierung ist schon auch ihrs, dass Sie sagen, das ist schon auch eine schöne Sache. Was wären denn so Tipps, wo Sie sagen, kommt so kommt man ganz gut klar? Also das Schöne ist, ich war jetzt erst Ende Januar auf einer aktuellen Fachtagung, wo wirklich die Wirkung von Tablets bei Vorschulkindern, also wir waren ja jetzt gerade bei 2-3-Jährigen in einer sehr kurzfristigen Studie erstmal untersucht okay. worden, sprich die Wirkung. Also was man herausgefunden hat, ist, dass die Kinder bis 3 Jahre, bis 4 Jahre zum Teil überhaupt noch nicht wirklich mit den Tablets klarkommen, das nicht herausfinden, was sie tun sollen. Also gerade das Thema Druckdosierung, auch das Thema, die können zum Teil nicht mal bis 3 Jahre die Farben am Tablet richtig erkennen, auch die Formen. Also die tapschen dann einfach drauf mit ihrem kleinen, warmen, fettigen Fingerchen. Ja, aber es passiert irgendwas und die Aufgabenstellung wird auch nicht klar. Also was so als allererste Ergebnisse der Wirkungsforschung da sind, ist auf alle Fälle begleitet, also niemals alleine lassen. Also Alter aufpassen, ab 3, 4 eigentlich erst anfangen, immer begleitet genau. bis zu einem bestimmten Alter. Also okay. unter 3 haben digitale Medien nicht wirklich was verloren, weil einfach die Entwicklung des Gehirns, der Sinne viel mehr originalorientiert sein sollte. Das als klarer Tipp. Dann auf alle Fälle begleitet. Und wenn man anfängt damit, da reichen 3 bis 4 Minuten. Also mehr erstmal gar nicht. Alles andere ist Überforderung. Zeiten ja, ganz sauber genau, einschätzen ganz klar, und das Kind Teil. Selber anschauen. Gibt es ja. sowas wie Regeln für alle Kinder oder ist eigentlich so die Empfehlung, Eltern, komm, guck dir dein Kind mal an, du siehst das doch eigentlich. Im Grunde wäre das, was Sie jetzt als Letztes gesagt haben, natürlich die optimale Regel und ist es auch, weil wenn ich mich mit meinem Kind umgebe und wenn ich mich auch damit auseinandersetze, dann sehe ich das normalerweise auch, dass sie jetzt am Limit sind, dass sie überfordert sind. Aber leider ist es oft so, dass die neuen Medien gerade im Freizeit-, im außerschulischen Bereich auch sehr gerne, sage ich jetzt ganz offen, als Parkplatz genutzt werden. Sie faszinieren ja. die Kinder, egal welchen Alters. Und das ist auch etwas, wo ich bitte die Eltern an den Nasen fassen möchte, das nicht dazu nutzen, sondern dosieren. Und was ganz wichtig ist, Sie haben vorhin auch das Einschlafen nochmal besprochen, weil es ja doch oft auch ein abendgenutztes Medium ist. Ja. Also im Kinderzimmer haben diese Medien nichts verloren. Das ist durch diese Forschung jetzt auch nochmal klar herausgekommen. Das heißt, auch die App-Geschichte zum Einschlafen mit Pedersen und Findus oder Biene Meier oder welcher Figur auch immer, die sollte im Vorfeld stattfinden. Und da ist das originale Bilderbuch auch wegen den Lichtfarben Gehirnaktivierung besser als die digitale Version. Vielen Dank. Thank you.